Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu diesem Vortrag. Ich lade Sie zu einer Zeitreise ein, zu einer Zeitreise durch die Welt der PMOs, beginnend mit einem Praxisbeispiel, das ich selber in meiner beruflichen Erfahrung erlebt habe und daraus ableitend zu Prognosen über die zukünftige Entwicklung der PMOs. Das Praxisbeispiel hat sich ereignet in einem recht großen Versicherungsunternehmen, 5000 Angestellte, das war vor einigen Jahren. Es gab dort kein systematisches Projektportfolio-Management. Es gab keine Übersicht über die laufenden Projekte. Wenn ich sage, keine Übersicht über die laufenden Projekte, dann heißt das auch keine Übersicht über die abgeschlossenen Projekte. Ja, man wusste dort nicht, was läuft nicht. Die Gesamtkosten der Projekte waren unbekannt. Die Projektgenehmigung war nicht standardisiert. Das heißt, manche Projekte sind genehmigt worden von Abteilungsleitern, manche Projekte sind genehmigt worden vom Vorstand. Das war unabhängig von der Größe, das war nicht einheitlich. Und es gab keinen Projektpriorisierungsprozess. Wenn ich sage, es gab keinen Projektpriorisierungsprozess, dann meine ich damit, es gab keinen dokumentierten. Weil einen Priorisierungsprozess gibt es in einem Unternehmen immer, ob Sie den jetzt definiert haben oder nicht. Hier hat der nicht definierte Priorisierungsprozess so ausgesehen, dass derjenige die Ressourcen bekommen hat, der am lautesten geschrien hat. Ja, das war dort de facto die Priorisierung. Meistens hat man runtergeschrien in den zweiten Stock, weil dort sind die Programmierer gesessen und dort waren auch die größten Ressourcenengpässe in der IT-Abteilung. Das Portfolio hat sich für mich so ungefähr dargestellt. Ja, es gab dort Projekte, es gab Initiativen, es gab Studien, es gab Vorhaben, es gab Aktionen, es gab x unterschiedliche Begriffe für ähnliche Vorhaben. Man hat gar nicht alle Vorhaben gesehen. Ja, das Ganze war verborgen hinter dunklen Wolken. Und Kosten und Nutzen von diesen Dingen sind in den Sternen gestanden. Ja, so war das Portfoliobild zu Beginn. Das ist dem CEO zu bunt geworden. Er hat wichtige Weichenstellungen getroffen. Sie müssen sich diesen CEO vorstellen als einen, der schon 20 Jahre lang Vorstand ist, der wirklich viel Erfahrung hat, der keinen PC am eigenen Schreibtisch hatte. Aber was er gut konnte, war, Weichen zu stellen, Leute richtig zu positionieren und einen strategischen Weitblick an den Tag zu legen. Ihm ist bewusst geworden, dass der Anteil der Wertschöpfung, die durch die Projektarbeit kommt, ein sehr großer ist und dass dem eigenen Unternehmen viel nicht optimal läuft. Das heißt, er wollte ein professionelles Projekt- und Portfolio-Management haben. Er hat dafür zwei neue Mitarbeiter von extern geholt. Einer von denen war ich. Das heißt, er wollte ein kleines, schlagkräftiges Team, das nicht, also das mit neuen Rezepten in das Haus hineingeht. Und er hat dieses PMO selber getauft. Und zwar hat er es getauft Projekte, Koordination und Steuerung. Bitte Sie um kurzes Verständnis, dass ich Sie jetzt hier mit Wortspielereien oder Wortglaubereien belästige. Das PMO hat nicht geheißen Projektkoordination und Steuerung, sondern Projekte, Koordination und Steuerung. Was ich Ihnen damit vermitteln möchte: Ihm war ganz wichtig, dass dieses PMO mächtig ist. Und das sieht man schon, wenn man diese beiden Ausdrücke hier vergleicht. Unter Projekte, Koordination und Steuerung fällt sehr viel mehr als unter Projektkoordination und Steuerung. Und er hat dieses PMO bei sich im neutralen Ressort angesiedelt und ihm selber direkt unterstellt. Die anderen Ressortchefs haben das mehr oder weniger zähneknirschend zur Kenntnis genommen. Ja, da war ein ziemlicher Streit, wo wird dieses PMO angesiedelt. Es wurde bei ihm selber angesiedelt. Sie sehen jetzt im Lauf meiner Präsentation gelegentlich goldene Pokale auftauchen. Die habe ich überall dort positioniert, wo aus meiner Sicht ein wesentlicher Erfolgsfaktor genannt ist, den man auch in der Zukunft berücksichtigen sollte. Mit diesen Weichenstellungen haben wir uns dann in die Arbeit gemacht. Wie gesagt, wir waren zu zweit, wir waren stark motiviert, Ärmel hochkrempeln. Wir haben gewusst,
Wir sind auf der grünen Wiese, es gibt de facto nichts, was wir nicht selber machen, wird es auch in Zukunft nicht geben. Das war so unsere Grundeinstellung. Wir haben uns eine klare Strategie verordnet für den Aufbau des PMO. Für diejenigen, die in der agilen Terminologie sehr bewandert sind, wir haben also einen Product Backlog definiert und wir waren auf Quick Wins bedacht. Das heißt, wir wollten innerhalb kurzer Zeit eine spürbare Veränderung im Unternehmen erzielen und brauchbare Ergebnisse präsentieren und zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben unser PMO in Sprints entwickelt. Diese Sprints, die waren nicht alle gleich lang, aber es gab regelmäßig wieder etwas, was wir publizieren konnten. Zentral in unserer Arbeitsweise war, dass wir uns jeden Freitag eine strategische Auszeit gegönnt haben. Das heißt, es haben relativ bald alle Abteilungsleiter und Vorstände gewusst, am Freitagnachmittag sind die vom PMO nicht erreichbar. Wir haben einen Rückblick gemacht auf die Zielerreichung der letzten Woche. Würde in der agilen Terminologie heißen, Sprint-Retrospektive haben wir betrieben. Wir haben uns Ziele gesetzt für die nächste Woche, sozusagen unsere Detailplanung für den aktuellen Sprint, und bei Bedarf haben wir halt unsere Strategie anpassen oder überarbeiten müssen. Und es gab täglich innerhalb unseres PMO, das ist bei zwei Leuten ja nicht schwierig, eine kurze Abstimmung. In der agilen Welt wäre das das Daily Scrum. Wir haben immer gewusst, wer ist gerade woran. So haben wir begonnen, im ersten Schritt mal das Einzelprojektmanagement zu systematisieren, was aus meiner Sicht die Basis ist auch für ein funktionierendes Projektportfolio-Management. Wir haben den Ist-Zustand erhoben, da gab es ja viele Schmerzpunkte, können Sie sich vorstellen. Wir haben auch den Soll-Zustand erhoben. Soll-Zustand ist jetzt eine Beschönigung, weil bei den vielen Interviews, die wir geführt haben, haben wir natürlich nicht einen Soll-Zustand genannt bekommen, sondern Dutzende Soll-Zustände. Das haben wir konsolidiert, wir haben uns eine Strategie verordnet, haben dann begonnen, eine Richtlinie zu schreiben, wie das Einzelprojektmanagement in diesem Unternehmen funktionieren soll, und haben uns dabei so kurz wie möglich gehalten. Weil wir gewusst haben, wir sind auf der grünen Wiese, der Professionalitätslevel war noch sehr gering im Projektmanagement, und wir haben parallel zu dieser Richtlinie ein Tool entwickelt für die Projektantragstellung. Ich merke das immer wieder, wenn ich als Trainer fürs BOL Schulungen gebe, wenn man den Leuten erzählt in einem Training, wie ein Prozess funktioniert, ist die erste Frage, die kommt, ja, und was heißt das jetzt konkret, in welchem Tool mache ich denn das? Ja. Darum sind wir so vorgegangen, wir haben den Prozess definiert und wir haben selber ein Tool, damals haben wir noch selber programmiert, das Tool eingeführt und auch geschult. Begleitend haben wir Stakeholder-Management auf allen Ebenen betrieben, also beim Vorstand, aber auch bei den Projektleitern, immer wieder Feedback eingeholt. Mit kurzer zeitlicher Verzögerung haben wir dann auch das Projektportfolio-Management eingeführt. Dazu hat es eine neue Rolle gebraucht, die klingt jetzt recht päpstlich. Ja, die Rolle hat PIUS geheißen. PIUS steht für Projektinitialisierung und Steuerung. Das war ein ressortübergreifendes Gremium aus vielen Abteilungsleitern mit recht durchdachten Stellvertretungs- und Abstimmungsregeln. Es konnte kein Ressort die anderen Ressorts sperren und so weiter und so fort. Wir haben die Prozesse definiert, wie künftig Projekte bewertet werden, wie Projekte einheitlich genehmigt werden, wie Projekte priorisiert werden, und haben genau wie vorhin beim Einzelprojektmanagement auch immer konkret gesagt, wie sieht das Ganze in der Praxis aus. Also wir haben die Templates definiert, wie sieht der Portfolio-Report aus, der an den Vorstand geht, wie sieht das Projektbewertungssheet aus, das war so ein einseitiges Excel-Formular und so weiter. Wir haben das Tool definiert für das PMO, und das Ganze ist dann geschult worden bei den Schulungen der Projektleiter. Das heißt, die Projektleiter haben keine theoretische Schulung bekommen, sondern Tool und Prozesse waren in einer Schulung enthalten. Und laufend haben wir natürlich Feedback uns eingeholt von den Leuten, die damit dann in der Praxis arbeiten mussten. Was waren die beabsichtigten und auch die in der Tat dann eingetretenen Konsequenzen? Relativ schnell haben wir Quick Wins vorweisen können. Das heißt, wir hatten sehr schnell eine monatliche Übersicht über alle laufenden Projekte. Kleine Randbemerkung,
Die Datenqualität war zu Beginn natürlich nicht so gut, aber ist relativ schnell besser geworden. Wir hatten eine ressortübergreifende Projektgenehmigung nach einem einheitlichen Verfahren. Es war auf einmal klar, wie man Projekte bewilligt bekommt, wie man Projekte bewertet. Die Projektleiter haben sich auf einmal unterstützt gefühlt. Ja, sie bekamen ja durch uns Tools, sie kamen durch uns Schulungen, sie sind von uns gecoacht worden. Und das Projektmanagement hat im Unternehmen eine steigende Wertschätzung erfahren innerhalb weniger Monate. Ja, es war ein prominentes Thema. Jeden Monat hat es diese PO-Sitzung gegeben und die Vorschläge gingen dann zuhanden des Vorstandes. Das heißt, der Vorstand hat sich regelmäßig mit der Projektarbeit beschäftigt. Etwas länger hat der kulturelle Wandel in diesem Unternehmen gedauert. Ich würde sagen, es hat so ungefähr 2 Jahre gedauert. Dem Vorstand sind die Empfehlungen von diesem PIOS-Gremium zunehmend wichtiger geworden. Und es hat so weit geführt, dass dieser Vorstand dieses Gremium nicht nur um Rat gefragt hat bei Projektthemen, sondern auch bei anderen Themen, weil in diesem Gremium alle Ressorts vertreten waren. Das Unternehmen hat auf einmal erkannt die Notwendigkeit der Ablehnung von Projektanträgen. Vorher ist mit allem einfach begonnen worden. Jetzt hat man gemerkt, zum einen vielleicht aus Ressourcengründen, zum anderen aber auch, weil vielleicht ein Projekt nur einen sehr geringen Strategiebeitrag hatte, dass es doch viel besser ist, gar nicht alle Projektanträge durchzuwinken. Das war ein recht kultureller Wandel. Bald hat man auch gemerkt, dass es schwer ist, ein Projekt wirklich sinnvoll zu bewerten, wenn es keine niedergeschriebene Unternehmensstrategie gibt. Die gab es nämlich damals auch nicht. Und kurz danach ist dann eben so ein Strategieentwicklungsprojekt ins Leben gerufen worden. Wir haben gemeinsam mit der HR-Abteilung einen Karrierepfad für Projektleiter geschaffen. Den gibt es dort heute noch. Das heißt, die Projektleiter können in der Hierarchie aufsteigen, so wie andere in der Linienorganisation auch. Es wurden die Engpassressourcen, vor allem in der IT-Abteilung, nach Projektpriorität gemanagt und die PM-Kultur breitete sich im Unternehmen aus. Das war eigentlich ein recht erfolgreiches Praxisbeispiel und ich möchte daraus jetzt ableiten, was können wir denn daraus lernen, wenn wir zukünftig in PMOs arbeiten und PMOs auf- oder umbauen. Es ist hier recht scharf formuliert, was muss man künftig beim PMO-Aufbau beachten? Nehmen Sie es einfach als Empfehlung. Ja, ich kann es und will es Ihnen nicht vorschreiben. Die Top-Management-Unterstützung für das PMO ist aus meiner Sicht eine ganz zentrale Angelegenheit, sowie die Position des PMO. Ich bin mir sicher, wenn wir unser PMO in einem anderen Ressort angesiedelt hätten, hätten wir nie diesen neutralen Status haben können. Also eine neutrale und hohe Position ist empfehlenswert. Wenn Sie ein PMO auf- oder umbauen, verwenden Sie auch diese agilen Ansätze. Kleinere Quick Wins, nicht die große eierlegende Wollmilchsau, und kontinuierliche Weiterentwicklung auf Basis von User-Feedback. Ganz zentraler Punkt, die Adäquanz von Vorgaben und Tools. In dem geschilderten Praxisbeispiel hat das geheißen, so einfach wie möglich. Bei Ihnen im Unternehmen heißt das vielleicht ganz was anderes. Ja, Sie spielen vermutlich in einer ganz anderen Liga, was die Professionalität von Projektmanagement anbelangt. Da heißt Adäquanz dann etwas anderes. Und was aus meiner Sicht auch wichtig ist, ist die Arbeitsweise im PMO selber, dass die zielorientiert ist. Ich habe Ihnen als Beispiel das genannt mit der strategischen Auszeit jede Woche. Vielleicht noch wichtiger ist die Einstellung, wer wagt, gewinnt. Wenn Sie ein PMO aufbauen oder ausbauen wollen, dann betreten Sie Neuland. Und wenn Sie Neuland betreten wollen und innovativ sein wollen, dann müssen Sie etwas riskieren. Speziell dann, wenn Sie ein PMO aufbauen, weil das in der Regel auch ein Zentrum ist, wo Macht zusammenkommt. Und diese Macht muss üblicherweise jemand anderer abgeben. Ja? Also das war uns bei unserem Fallbeispiel bewusst und wird auch bei Ihnen in der Zukunft so sein, es betraf dieser Einstellung hier. Die Projektleiter werden es schätzen, wenn Sie ein verlässlicher Partner sind im PMO und sie supporten und nicht als Polizist wahrgenommen werden, der nur Strafen verteilt.
Und ja, permanentes Stakeholder-Management versteht sich von selber. Ja, mit diesen Faktoren kann man PMOs gut aufbauen aus meiner Sicht. Wie entwickelt sich nun das Projektmanagement weiter? Ja, ich habe es mit diesem Bild versucht darzustellen. Die Thematik als solche wird nicht einfacher werden. Es wird mehr projektübergreifende Abhängigkeiten geben und internationale Projekte. Wir können die Globalisierung nicht stoppen, wir werden die auch nicht stoppen, vielleicht wollen wir die auch gar nicht stoppen. Unbestritten ist, und das haben wir auch in unserem ersten Vortrag schon gehört, es wird gefordert sein, dass wir mehr in Richtung Professionalität gehen. Das heißt, es wird immer mehr Unternehmen geben, die professionelles Projektportfolio-Management betreiben. Es wird nicht die Zahl der Unternehmen steigen, die Portfolio-Management betreiben. Das, glaube ich, wird mehr oder weniger konstant bleiben. Aber die, die es wirklich ernst nehmen und professionell betreiben, diese Anzahl wird steigen. Es wird in der Zukunft besser ausgebildete Projektleiter geben, definitiv. Die werden auch mehr Zertifizierungen tragen. Auch wenn wir vorhin gehört haben, Zertifizierungen ist nicht alles, aber es wird definitiv mehr Zertifizierungen geben von Einzelpersonen und auch von Organisationen. Und dann wird etwas eintreten, was wir als Trainer von SPOL seit Jahren immer wieder predigen und in der Praxis nur teilweise bisher gemacht worden ist. Es wird in der Zukunft mehr diesen Informationsfluss geben von den Lessons Learned Datenbanken oder Lessons Learned der einzelnen Projekte hin zum KVP-Prozess im Unternehmen. Es wird sich auch bis zu den am wenigsten fortschrittlichen Unternehmen durchsprechen. Die PM-Kultur lässt sich nachhaltig nur aufbauen, wenn wirklich ein funktionierendes PMO etabliert ist. Generell gilt, und das ist jetzt das Ergebnis einer Studie, die die Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement voriges Jahr erhoben hat, ist eine repräsentative Studie, der Anteil der Projektarbeit an der Wertschöpfung wird bis 2019 auf über 40% steigen. Über 40% der Wertschöpfung im Unternehmen kommen aus der Projektarbeit. Ja, das heißt, das Gewicht oder die Bedeutung von Projektmanagement wird definitiv steigen. Und das hat Konsequenzen für die künftige Arbeit in den PMOs. Es wird dort mehr gehen um die Koordination von Projekten, weil es eben mehr Abhängigkeiten gibt. Es wird das Thema Ressourcenmanagement mehr in den Fokus der PMOs rücken. Ja, hier steht zentrales Ressourcenmanagement, vielleicht nicht von allen Ressourcen, aber zumindest von den Schlüsselressourcen. Es wird definitiv auch mehr Regelungen, Prozesse, Standards und so weiter geben, die das Projektmanagement betreffen. Wenn Sie heute überlegen, wie viel Regulatorien es gibt für die Linientätigkeit und wie vergleichsweise wenig für die Projekttätigkeit und dann berücksichtigen, 40% der Wertschöpfung kommt aus der Projekttätigkeit, dann ist das eher naheliegend. Und es ist, glaube ich, jedes PMO in der Zukunft gut beraten, wenn es mehr anbietet für die Projektleiter-Community, die sicherlich stärker werden wird. Zusammenfassend, die Projekteliste wird Zukunft für ein PMO definitiv zu wenig sein. Also PMO ist nicht eine Gruppe von zwei, drei Leuten, die in einem verstaubten Kämmerlein sitzen und einmal im Monat die Projekteliste erzeugen. Gefragt ist strategisches Projektportfolio-Management. Das heißt, der Link zwischen Vision und Planung ist herzustellen, zum Beispiel indem man bei Projektgenehmigungen einen Abgleich mit der Strategie macht, aber auch andere strategische Entscheidungen unterstützt. Das Ganze wirkt sich natürlich auch auf die Tools der Zukunft aus. Ja, wir haben da jetzt gerade einen Beitrag gehört. Da drinnen stecken Anforderungen an, wie sehen denn künftig Projektportfolio-Management-Tools aus. Das heißt, die Frage ist, wo geht die Reise hin? Ich hoffe, dass ich Ihnen ein paar Ideen geben könnte, worin, in welche Richtung sich PMO-Arbeit und Projektmanagement generell entwickeln kann. Ich sage bewusst kann, weil das, was ich Ihnen jetzt hier als Zukunftsprognosen geschildert habe, ist eine Möglichkeit. Und was definitiv herauskommt, gestalten wir mit. Ja, die Tatsache, dass an einem Nachmittag wie heute
150 Leute in diesen dunklen Raum kommen und nicht in der Aare draußen herumschwimmen, zeigt mir, dass viel Interesse an dem Thema vorhanden ist. Dieses Interesse ist morgen, wenn Sie in die Arbeit kommen, nicht weggeblasen, sondern das ist vielmehr der Treiber von Ihrem Engagement. Und mit diesem Einsatz, den Sie da an den Tag legen, werden Sie die Weiterentwicklung von Projektmanagement definitiv beeinflussen. Ja, das können wir alle. Und bei diesem Mitgestalten der Zukunft des Projektmanagements wünsche ich Ihnen viel Freude und auch sehr viel Energie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Clemens.